Ja, ich muss leider wieder. Ja. La 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 la. 24 von 25, gut, uns fehlen wieder leider nur mehr noch die neuen Federn. Und das wird aber trotzdem leider wieder recht schwierig, weil ich habe keine Ahnung, wo die sind. Gucken wir mal überall rein, ja, wir hören sie ja zum Glück pfeifen, die Federn. So theoretisch soll man sie pfeifen hören. Ich höre nix. Oh, ein Schmetterling. Weitere Schmetterlinge. Da ist eine Batterie, die braucht man nicht. Da ist sonst auch nichts, oder? Moment, da könnten wir uns durchgranatieren, aber das haben wir ja schon alles gemacht. Das müssen wir ja nicht nochmal machen. Oh. So, ist hier vielleicht federmäßig irgendwas? Weil das Gemeine ist ja... Wir können ja jetzt überall hinfliegen und ich bin mir sicher, beim Verstecken der Federn hatten sich das die Entwickler auch richtig schön überlegt, dass dieses überall hinfliegen auch schön nutzbar sein muss, ja. So. Tja. Schaut schlecht aus, da ist nichts mehr. Der Chattison. Ich höre irgendwas. Ist nur die Frage, ob das jetzt von uns ist. Gucken wir mal da rein. Also für uns, von uns, für uns. Ich meine für, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, was haben wir hier Schönes? Ah, das war die Geschichte. Kosmische Kaverne. Aber ich glaube, da haben wir alles geholt, oder? Ja, müsste man eigentlich doch alles geholt haben, eigentlich. Warum bin ich da eigentlich gelaufen und nicht rüber geflogen? Ja, auch ein bisschen groß. Ja, also ich höre nichts pfeifen, also ich glaube, dass... Ich glaube, das ist okay so. I think that's okay like that. We should find another way where we can find our feathers. Das ist jetzt echt ein bisschen... Ein bisschen blöd, ja, die zu suchen, weil die können ja wirklich überall sein. Gerade in so einem riesigen Level. Ich höre sie überall so. Ich höre so komisch pfeifen. Ist das vielleicht hier in dem Level das Geräusch für Federn in der Nähe? Kann das sein? Oder sind das einfach diese lustigen Quallen? Ja, glaube ich, sind diese lustigen Quallen, oder? Hm. Sind hier drinnen vielleicht neue Federn, die ich noch nicht gefunden habe? Nö, auch nicht. Aber wir könnten hier mal gucken. Oh, was war das jetzt? Was war das jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall nicht gut. Dieses Klingelzeugs macht mich wahnsinnig. Könnten das vielleicht Federn sein? Ich weiß ja nicht. Und ich bin mir ja fast sicher, ja, dass ich irgendwo auf solchen Röhrenfedern befinde. Da bin ich mir fast sicher. Hm. So, da. Nö, auch nix. Bin mir fast sicher, dass die sich auf Röhren befinden. Schauen wir da mal rein. Rein ist ja okay, ja. Schwarz ist eingelocht. Oh, hallo. Guck mal, der hat ein WC mit einer Kugel. Na, da haben wir doch auch ganz genau geguckt, oder? Da haben wir da etwas verpasst. Weil das Fiese ist ja... Ah, stimmt, da war ja... Ja, genau, da war ja... Haha, dieser eine Geist war hier zu finden. Wer sich erinnert, ganz fies versteckt. Hauptsache, da hinten ist so ein... Hui! Das war doof. Ja, warum? Ich sag nix. Sag bitte nix, ich sag auch nix. Okay? Haben wir da einen Deal, Freunde?
Achso, die sind ja überall, diese größeren und kleineren. Okay. Moment, ah, da ist ein Schalter. Achso, da bleibt, okay. Habe ich nicht gebraucht. Und ich war einfach so auch episch genug, ja. Mal hier vielleicht irgendwo auf den Kometen teilen, irgendwelche Federn drauf? Nee. Da drunter vielleicht? Geh mal ein bisschen runter, komm. So. Nö, da steckt nur der Komet halb drinnen. Und hier eventuell? Ach, ich sollte vielleicht mal wieder hoch. Nein, auch nicht. Okay, schade. Oh nein, oh nein! Zack. Sehr schön. Gut, also hier ist auch nichts. Schade, schade, schade. Vielleicht suchen wir jetzt mal kurz dieses eine Gebilde, das wir da in der weiten Ferne gesehen haben. Wo das jetzt auch immer war. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwo war da so ein glitzerndes Gebilde. Da war das. Komm, da fliegen wir jetzt mal hin. Wahrscheinlich kommen wir da eh nicht so weit, vermute ich mal. Aber wir können es zumindest versuchen. Stehen wir jetzt schon an oder fliegen wir noch? Irgendwas ist da. Okay, ich dachte mir schon, irgendwas stimmt da nicht ganz. Irgendwas ist da merkwürdig. Okay, gut. Da haben die Entwickler wohl glatt irgendein Testzeugs vergessen. Tja, solche Schlawiner. Gut, ist ja auf dem Rohr irgendwas zu finden. Haben wir hier irgendwas zu finden? Nein, eine Toilette. Hier ist auch nichts. Aber wir müssen die Weltraumrohre durchsuchen. Ich bin mir sicher, dass auf den Weltraumrohren irgendwo was ist. Die Weltraumtransportrohre. Ich gucke jetzt nur kurz. Okay, das Geräusch kommt von diesen Barrieren, die sich da aus- und einschalten. Gut, okay, dann... Das nächste Weltraumtransportrohr wäre dann hier. Ist hier etwas versteckt da oben? Auch nicht. Hm. Wie gesagt, ich glaube das nicht, weil das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Gucken wir mal in die Höhle nochmal rein. Autsch. Ja. Toll. Weltraumwasser. Juhu. Na, Schweinchen dick. Alles senkrecht. Vielleicht können wir hier diese Blumen gießen. Moment, das muss ich jetzt probieren. Weil die sind so schön auffällig gelb. Ja, nicht so. Das wäre es jetzt gewesen. Plopp, kommt eine Feder raus. Plopp, noch eine Feder. So, Shovel Knight, ich komme zu dir. Hey, falls du noch da drin bist überhaupt. Man weiß es ja nicht. Na, Shovel Knight? Hast du irgendwelche schönen Dinge zu bieten? Fluoreszierende Pflanzen. Haben wir sonst noch was? Geht's da weiter? Genau, das wäre es jetzt gewesen. Oh, guck mal, ein Geheimgang. Na, Shovel, alles klar? Ich dachte, du wolltest die Münzen mitnehmen. Hast ja gut gemacht. Playtonic Coins. Cool. Gut, aber mehr gibt es darin auch nicht. Schade. Aber wo werden diese neuen Federn versteckt sein? Das ist natürlich ganz zum Schluss hier immer das Suchen ist schon... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen... Langweilig will ich jetzt nicht sagen, weil langweilig ist es nicht. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Nur es ist halt ein bisschen mühsam, nennen wir es so. Weil halt komplett die Anhaltspunkte fehlen, wo man schauen kann. Ich meine, mit dem Suchdingens, das hilft zwar ein bisschen. Weißt du was, ich fliege jetzt nochmal hier auf diesen großen Planeten hoch, weil das ist ja ganz logisch, dass man das machen würde. Vor allem, weil man fliegen kann. Ja, ich habe oftmals schon gesagt, diese Spieler-Design-Entscheidung, die verstehe ich nicht ganz, aber naja. So, juhu, wir befinden uns auf einem Planeten mit einer mega hohen Anziehungskraft.
Hallo, Energie, lad dich bitte wieder auf, Energie. Na komm, Energie. Was das immer so lange dauert. Oh, hier habe ich eine schöne Übersicht über das ganze Spielfeld. Und ich glaube ja fast nicht. Ich glaube, hier sterbe ich wieder, oder? Wenn ich zu weit hochgehe. Haben wir das schon mal probiert? Ich glaube schon. Oder sterbe ich da? Hui. Ja, natürlich. Finde ich ja auch. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja? Dass man da einfach so stirbt. Finde ich nicht schön. So. Gut, ja, dann gucken wir eben hier nochmal rein. Also unten waren wir ja vorher schon. Da glaube ich, brauchen wir jetzt nicht nochmal rein. Aber hier oben zum Beispiel könnte man nochmal reingucken. Weil da glaube ich, kommen wir auch nur in diesen anderen Planeten rein. Oder wie war das? Stimmt, das ist ja dieser riesige Raum. So, da wo sonst absolut nichts ist. Absolut gar nichts. Das verstehe ich nicht. Da ist absolut nichts. Kann ich nicht glauben. Kann ich nicht glauben. Aber gut, ist halt trotzdem so. Es hilft nichts. Komm, wir machen hier mal... Aber ich glaube, wenn wir alle Gegner kaputt machen, das hatten wir ja noch nie, dass wir da irgendwas bekommen, oder? Boah, ich hasse die Viecher so. Habe ich schon mal erwähnt, oder? So. Zack und fliegen. Juhu. Snoms. So. Gut, wo sind wir hier jetzt gelandet? Achso, da gibt es auch nicht mehr. Moment. Achso, da unten ist der... Stimmt, da ist der Keller, diese lustige Anlage. Aber da war ja auch nichts. Das haben wir auch schon durchsucht, ne? Weil wir würden ja... Theoretisch müssten wir was hören. Theoretisch müssten wir was hören. So, runter. Und Feuer! Also, nicht Feuer, sondern runter. Ja, ich weiß, dass ich da extremen Schaden nehme, aber komm, das riskiere ich einfach immer aus dem Grund, weil dann geht's schneller. Und Geschwindigkeit ist dann nun mal alles, ja? Weil ich idle eh so viel herum hier. Ich kann ja nicht da auch noch so ewig lange brauchen. Komm, hoch da. Juhu, und raus da. Hui. Aber ich glaube ja nicht, dass ich offensichtliche vergessen habe. Ich habe sicher irgendwelche vergessen, die ganz gemein versteckt sind. Irgendwie zum Beispiel solche, die hier auf so Gebilden sind oder hier auf dem... Ding hier oben herumfliegen. Vielleicht sterben wir da ja auch wieder, wenn wir da hochlaufen. Schauen wir mal. So. Nein, nein, verdammt. Das ist doof. Das ist jetzt ganz schlecht, ja. Das könnte böse enden. Nein, ich will nicht sterben. Autsch. Ja, würde mir jetzt schon ein bisschen wehtun. Ein bisschen zu viel wehtun. Ja, weißt du was? Es bleibt uns nicht aus. Wir werden nochmal hier rüber müssen. Auf den Mega-Tunnel-Dingens. So, ein bisschen Honig muss sein. Nein, lass mich! So, gut. Ich bin noch Honig. Tempo-Terminal, aber da haben wir doch auch alles geholt. Hoffe ich zumindest, oder? So, herumschauen. Ja, das Klo hier, das verstehe ich immer noch nicht, was das genau hier zu suchen hat. Ist aber wahrscheinlich einfach so ein Running Gag. WC, Weltraum-WC. So. Juhu, wir rutschen hier schön durch. Okay. So, ich würde mal sagen, wir fackeln die alle ab. Sofern möglich natürlich. Autsch.
Ah, ich muss aufpassen, weil die machen etwas böse Damage, ne? Etwas mehr böse Damage als... Ja. Verdammt, warum? Ah, ich hab Angst. So, komm, stirb, du auch. Stirb, hab ich gesagt. Lasst mich in Ruhe, ich habe euch gar nichts getan, außer dass ich euch töten will. Aber das soll ja nichts Neues sein. Komm, wir springen lieber mal hier kurz hoch. Aber ich will die kaputt hauen. So, einer ist hin, sehr gut. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Verdammt. Gut. Bringt aber nichts. Ich dachte mir fast, vielleicht wird es was bringen, wenn wir die alle kaputt hauen, aber offensichtlich nicht, nein. So, da nach oben können wir auch nicht fliegen. Schade, 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 schade. Oje. Haben wir hier vielleicht irgendwo... Ich muss nur gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo welche vergessen haben. Federn und so. Ach ey. Moment, schnell hoch da. Na ja, gut, komm. Schnell. Alter, ernsthaft? So. Machen wir alle schnell kaputt. Ja, so soll es sein. Und dann hoch da und hoch da und überhaupt und... Oh, ein weiterer Schmetterling. Sehr schön. So, komm, Schmetterling. Und wir fliegen natürlich hier auch hoch und gucken mal. Aber nee, leider nein. Leider nein. So. Moment. Hm. Ja gut, rutschen wir mal rund. Oh, 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 oh. Na toll. Ich kann mich hier nicht auf unbesiegbar machen. Das ist sehr schade. Da oben steht jemand. Kommt mir vor. Wie komme ich da hoch? Da oben ist jetzt irgendjemand ist da oben gestanden. Muss gucken, wie ich hier rauskomme. Da. Ah, verdammt, ich hasse die Viecher so sehr. Autsch. So. Kann man da irgendwo raus auch? Nee, das ist ja alles zu, oder? Ja, das ist alles zu. Irgendwie kommt mir vor, dass da oben... Aha, okay, Moment. Jetzt können wir vielleicht da... Nö. Können wir nichts kaputt hauen. Das Lustige ist, auch hier scheint das Licht zu rein. Warum scheint hier das Licht zu rein? Oh nein, es ist so hell. Wow. Achso, das scheint hier auch rein. Okay. Optische Illusion und eine fantastische Täuschung, wie es aussieht. Na gut. Feuer. Hui, Noms. So, gut, die Schmetterlinge sind wieder hier. Können wir wieder schön einsammeln. Da könnte man raus. Moment. Das probieren wir jetzt auch gleich mal. Ja, schön. Geht doch. Haha. Schauen wir da raus mal herum. So, einfach nur um zu gucken, was hier so herumfliegt und läuft und fleucht und überhaupt. Nein, 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 nein. Schlechte Idee. Verdammt. Ich fliege lieber. Wo war denn der jetzt? Da drüben irgendwo, oder? Genau, da. Da ist nicht so ein Männchen drauf gewesen. Habe ich zumindest gesehen. Mag sein, dass das ein Trick war, um mich zu täuschen. Aber es könnte auch sein, dass es wirklich so war. Dü-dü-dü-dü. La, 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 la. Da seht ihr, da ist auf jeden Fall irgendwas oben. So. Spannend, vielleicht irgend so ein... Oh, du hast mich gefunden. Ja, ich werde dir für immer zu Diensten sein. Was ist das? Oder ist es der... Ah, das ist der... Ah, der Kristallschädel. Alter. Wie fies versteckt war denn der jetzt bitte? Gut, aber es ist eigentlich ganz easy. Ich müsste nur, wenn ich da drüben falsch abbiege, dann würde ich schon checken. Ja. Lade dich mal wieder auf. Joker und Laylee Energy Meter.
So. Boah, das ist ja gemein versteckt. Jetzt schauen wir mal, was da drüben so los ist.